wir wollten in die Mall gehen, ein wenig shoppen. Wir waren jetzt schon einmal in der Mall, seitdem wir in Toronto sind, in Kanada sind. Und die war aber riesig und wir hatten nur so 2 Stunden Zeit und das hat einfach absolut nicht gereicht, um irgendwie da mal einen Überblick zu bekommen, was es da eigentlich gibt. Ich habe hier am Start die Senabu, dann habe ich, da seht ihr den Momat und Louis ist auch da. Sein YouTube können wir auch gleich mal einblenden. Der arbeitet hier nämlich gerade auch hinten ganz fleißig an seinem neuen Video. Dementsprechend auf jeden Fall auch einmal seine Seite besuchen, liken, kommentieren, abonnieren, ganz wichtig. Wir sind jetzt hier auf dem Weg und ich sage euch mal Bescheid, wenn wir da sind. Übrigens, Verkehr hier in Toronto ist auch also ganz wild. Wir fahren jetzt echt schon ewig. Es ist gar nicht so weit weg, aber gute 45 Minuten Fahrt und ohne Verkehr sind es halt so 20. Es erinnert mich irgendwie alles hier ein bisschen an L.A. Da hatten wir nämlich denselben Struggle. Aber gut. So, wir sind jetzt in der Mall angekommen. Die Mall ist wirklich also riesig. Wir haben sie gerade nochmal von außen gesehen, als wir so quasi von der Autobahn draufschauen konnten und das ist unendlich. Ich glaube, auch heute schaffen wir nicht die ganze Mall. Aber wir suchen jetzt erstmal hier unseren ersten Store. Der mal so hinter mir seht ihr. Es ist so, es geht immer so in 4 Richtungen. Da muss man sich entscheiden, wo man lang möchte. Jetzt wollten gerne in den Nike Store gehen, deswegen sind wir in den Nike Store gegangen. Und hier sind auch so Toronto Raptors Sachen. Aber die haben nur ein einziges Jersey da und zwar 43. Siakam. Gucken wir mal, ob wir hier irgendwann mal auch ein Dennis Schröder Jersey finden können im Store. Das wäre natürlich zur Abwechslung mal ganz schön, weil irgendwie immer jeder so Stress hat, so ein Jersey von ihm zu bekommen. Aber gut, er ist ja noch neu, ne? Wir warten jetzt mal erstmal noch ein bisschen ab. Vielleicht passiert da ja noch was. Hier darf sich was aussuchen. Natürlich will Louis Basketballschuhe haben. So Louis, was haben wir hier zur Auswahl? Hier GT-Cuts. Ja? Ja. Die gefallen dir am besten? Ja. Und er hat mir jetzt noch so ein paar Socken angeboten. Irgendwas mit 25% auf, genau. Ah, er ist richtiger Verkäufer, ne? Ja, also, er sagt mir, da hinten irgendwas mit an der irgendwas. Okay. Verkauft hat uns den Schuh jetzt der gute Billy. Die kriegen hier, glaube ich, Provision oder irgendwas. Unter Druck gesetzt, konnte gar nicht schneiden. Hat sie unter Druck gesetzt? Also, sie wird Socken angedreht. Die eigentlich gar nicht will, aber Billy ist ein richtig guter Verkäufer. Der meinte auch, ich bringe das jetzt vorne an die Kasse, weil ich muss sagen, dass ich das war, so nach dem Motto. Da merkt man direkt, worum es hier geht. Ich habe damals auch im Einzelhandel gearbeitet und ich kenne diese ganzen Maschen. Mal gucken, ob wir die Socken mitnehmen. Am Ende sagen wir doch nein zu den Socken. So, wir sind jetzt hier bei Zara, wir sind in der Station, wo man mal So, wir sind jetzt hier bei Starbucks gelandet. Klassischer Starbucks-Store. Ich habe mir einen völlig überteuerten koffeinfreien Latte Macchiato geholt. Einfach, weil ich keinen Bock hatte. Und Senabu hat hier so eine Strawberry Lemonade. Ist sie good? Ehrlich nicht? Nein, das schmeckt nach Waldmeister. Nach Waldmeister? Ja. Bei uns schmeckt es besser. Ich glaube, sie gerade mit Geschmacksverwirrung. Wir warten jetzt noch hier auf die letzten 2 Getränke und dann geht's weiter. So, Shopping-Tour ist vorbei. Ihr seht, es ist schon dunkel geworden. Dennis, sein Spiel fängt in ca. 45 Minuten an. Dementsprechend müssen wir jetzt schnell nach Hause. Und ich gucke jetzt, wo hier mein Uber ist. Der könnte es tatsächlich sein, aber er hat keine Nummernschild. Noch mehr Tüten und da sind noch Tüten und hier ist noch eine Tüte und ist alles ein bisschen gemischt. Aber ja, erfolgreiche Ausbeute. Jetzt tun nur die Arme vom Tragen weh und jetzt wirklich ab nach Hause. Wir sind auf dem Weg nach Hause. 30 Minuten Fahrt nach Hause. Wir stehen jetzt hier gerade ein bisschen im Stau, aber trotzdem ist es besser als Hinweg. Da waren es nämlich knapp 50 Minuten. Auf jeden Fall, das Auto ist voll. Es hat nicht mal mehr in den Kofferraum reingepasst. Die Kinder sind hoffentlich happy. Seid ihr happy? Ja. Happy und zufrieden. Die Shoppingtour habe ich halt für die gemacht. Ich habe mit Dennis, wir haben Kniffel gespielt. Und Dennis wollte die ganze Zeit mit mir wetten. So, ja, ich wette mit dir, du schaffst das nicht. Und du schaffst den Kniffel diese Runde. Und du schaffst das und das und so weiter nicht. Und bei diesen Wetten hat er dann mal Geld gesetzt. Und ich habe gut abgeräumt. Also ich lag eigentlich immer richtig.
Und da hat er halt eben eine gewisse Summe an mich verloren, die er dann auch ganz vorbildlich gezahlt hat. Und mit diesem Geld habe ich die Kinder jetzt zum Shoppen eingeladen. Die reisen ja auch bald ab. Ja, hat das gewonnene Geld einen guten Zweck erfüllt. Und jetzt freue ich mich auch auf zu Hause. So, wir gucken hier jetzt auf jeden Fall das Spiel von Dennis. Mittlerweile schon dritte Viertel. 56 zu 45 für Toronto Raptors. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Hier, guck dir das an. Yes, sir. That's my baby right there. Tough. Sehr tough. Ja, das sieht gut aus. Muss jetzt echt noch durchhalten bis zum Schluss so. Und dann haben wir Sieg Nummer 2 in der Tasche. Let's see. Die Raptors sind auf jeden Fall on fire. Und das sieht doch gut aus. Was sagst du, Amari? Sieht gut aus? Sieht gut aus? So, was haben wir jetzt hier noch? 19 Sekunden. Wir haben den Ball. Oh mein Gott, er verliert den Ball. I don't know. Are we winning? Ja, doch. Also wir haben noch einen Punkt vor, aber... Er macht daneben! Goaltending. Tough, okay. There's no goaltending? No, it's not goaltending, so. Jetzt 9 Sekunden lang. 9! Boah, jetzt geht's hier um die Wurst. Oh my gosh. Let's go. 8.6 seconds und wir liegen mit 3 vorne. Das heißt, entweder machen die einen Dreier. Die werden faul, oder? Aber guck mal, die sperren jetzt. Guck. Er nimmt den Ball und schack. Na. Jetzt haben wir hier noch 35 Sekunden. Wir führen. Dieses Spiel, ne, ist echt spannend. Kann man echt sagen. Wir führen mit 2. Come on, Dennis. Come on, Dennis. Oh no. He lost the ball. Oh my gosh, no way. No. Es ist jetzt fast 3 Uhr morgens. Dadurch, dass Dennis halt eben auch Overtime gespielt hat, ist alles jetzt ein bisschen später noch geworden. Normalerweise wäre so, denke ich, gegen 2 da gewesen oder 2:30. Jetzt ist es halt eben 3, er ist immer noch nicht da. Ich werde auf jeden Fall noch auf ihn warten. Ich habe geduscht, ich habe Wäsche gemacht, ich habe aufgeräumt, Kinder natürlich schlafen gelegt und solche Sachen, ne? Und ein bisschen noch Kartons hier ausgepackt und so. Und ja, Wäsche mache ich regelmäßig. Vor einer Sache drücke ich mich immer ganz gerne. Das sind Socken. Und jetzt ist es halt eben so, dass richtig viele Socken da sind. Hört ihr das? Okay, da ist jetzt noch ein Bettlaken dazwischen. Ja, ich werde jetzt eine Runde Socken-Memory spielen um 3 Uhr morgens. So, es sind jetzt einige Tage vergangen, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Die Kiddies sind auch schon mittlerweile nach Hause gegangen. Das war ja gestern. Gestern sind sie wieder nach Hause geflogen, sind gut angekommen. Und jetzt ist Halloween auch schon. Geht irgendwie so schnell alles. Heute ist Halloween und ich habe in Boston, so habe ich das immer recht groß gemacht, habe mal richtig viel dekoriert und wir haben uns Kostüme geholt und all das. Aber diesmal machen wir ein bisschen... Ich habe so viel zu tun mit dem Umzug und so, dass ich hier auf Deko und so, mit diesen ganzen Kartons, die hier noch alle rumstehen, hatte ich irgendwie halt gar keine Lust gehabt. Deswegen, ich zeige euch mal, was ich gemacht habe. So ein bisschen so Sticker an die Tür gemacht. Und dann habe ich auch noch ein paar Pumpkins, die ich noch rausstellen werde. Das hat nur gering, bis ich sie reingeholt. Da sind noch meine Kürbisse. Ein paar davon hängen auch draußen noch an den Büschen. Ich muss den Rest wieder rausstellen, weil die sind
ja, mit Batterien, deswegen habe ich sie reingeholt, als es geregnet hat. Die Spinne muss auch wieder raus. Maya holt die immer wieder rein, weil sie irgendwie Bock hat, mit dieser Spinne zu spielen. Und hier ist jetzt, sind die ganzen Süßigkeiten, die ich jetzt auspacken werde, weil wir hier sehr viele Kinder erwarten. Da habe ich hier solche Buckets, da machen wir die Süßigkeiten jetzt rein. Imalia hat auch schon ihr Kostüm an. Sie ist natürlich Prinzessin, Königin, wie auch immer, Elsa. Und Junior ist Batman. Deswegen, wir kümmern uns jetzt hier einmal um diesen ganzen Süßkram. Habe ich einfach mal so zwei Buckets gemacht, einfach mal ein bisschen was gemischt. Imalia hat mir geholfen. Ja, habe natürlich richtig viel noch übrig, aber das werde ich dann nach und nach immer nachfüllen, auffüllen. Was machst du da? Ach, willst du Mentos sein, Klaas? Okay. Ja, mal gucken, ne? Wie viele Kinder sind dabei? So, wir haben jetzt schon mal gestartet. Kinder sind ganz aufgeregt. Ja, mein Kostüm ist ein bisschen fail. Ich wollte eigentlich mich als Vampir verkleiden. Das habe ich wieder geschafft, mich irgendwie zu schminken. Es ist irgendwie, weiß nicht, die Zeit ist so schnell rumgegangen. Jetzt habe ich nur meine Kontaktlinsen drin. So, wir sind jetzt hier schon seit einer Weile unterwegs. Ich konnte jetzt nicht aufnehmen, weil tatsächlich unsere Nachbarn mehr oder weniger abgeholt haben. Und wir jetzt alle zusammen gehen und wir sind dann auch schon von Haus zu Haus gezogen. Ja, mein Schatz? Okay, wait. Wir sind jetzt schon richtig erfolgreich hier unterwegs. Ich habe mich auch leicht verkleidet. Ich habe hier meine roten Kontaktlinsen reingemacht. Habe hier so einen langen Umhang am Ja, let's go to this house. Und ja, wir gehen jetzt hier von Haus zu Haus. Leider haben meine Vampirzähne nicht gehalten. Sonst wäre ich vollkommen als Vampir, aber naja, was soll's. Die Kinder haben Spaß. Und jetzt geht's hier noch ein bisschen weiter. So, Junior hat seine Maske schon ausgezogen. Der ist so am Hin- und Herrennen. Der war richtig erfolgreich. Und die Malia ist eine kleine Prinzessin. Hier haben wir einmal Batman, einmal Prinzessin. Aber jetzt geht's für uns auch nach Hause, weil Maya ist müde. Ich habe mich dazu entschieden, Amari zu Hause gelassen. Der hat zwar auch ein ganz süßes Pumpkin, also Kürbiskostüm, aber der ist so unruhig, der Zahn so dolle und so. Und dann ist er mal wieder ein bisschen warm. Dann habe ich gesagt, okay, lasse ich den lieber zu Hause. Wir gehen jetzt sowieso zurück, weil Maya sagt, sie ist müde. Dementsprechend ist eh vorbei für uns. So, das war's von mir jetzt auch für heute. Ja. Für dieses Video. Kinder hatten heute auf jeden Fall Spaß gehabt. Hast du aufgenommen für Halloween? Ja, ganz bisschen. Sehr nice. Direkt online stellen. Ne? Like, kommentiert, abonniert den Kanal, okay. Wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ja, was hast du noch zu sagen? Nichts, wir gucken jetzt noch ein bisschen Basketball. Kinder gehen jetzt auch noch ins Bett. Amari schläft schon. Müssen wir aufschlafen, ne? Du hast morgen Spiel. Yes. Okay, alles klar. Bis zum nächsten Mal. Yeah.